Ich grüße dich und heiße dich herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3. Und wir sehen, Geralt, der Ulrich Geralt, bekommt langsam schon wieder einen Bart, ey. Wie oft muss ich den eigentlich rasieren? Und da vorne ist die Jennifer und ich habe hier gerade gesehen, Zutaten. So, wollen wir mal das Gespräch ein bisschen weiterführen mit ihr? Wir sind immer noch auf der Suche nach Ciri. Oh, ein paar Rehe. Jennifer! Hallo, 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 hallo. Grüß dich, Jen. Gut, dass du da bist. Ich krieg schon Frostbeulen. Dann würde ich nicht so offenkleidig hier rumrennen. Ja. Du hättest dich wärmer anziehen sollen. Mhm. Gleich nähst du mir Fäustlinge an den Mantel, hm? Können wir? Ja. Einen Muff? Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindas Fjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Haha, Koten. Okay. Ich weiß, meine Flachwitze sind echt scheiße heute. Frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Ja, hier scheint ein bisschen Party zu sein. Los, lauf. Aber wie sie auf einmal flitzen kann, ne? Heute ist sie in Topform, sag ich mal so. Lofoten. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern, aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Jen, lass sie in Ruhe. Ach, du kapierst es nicht. Wenn wir erfahren, wo... Doch, ich kapiere es. Du sollst trotzdem aufhören. Du hast recht. Komm zur Sache. Sofort. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Feigling, hä? Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen. Bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Bah! Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Na gut, da gehen wir halt in den Garten. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig.
Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgvak nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgvak verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Jawohl! Okay. Ich kann Morgvak besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgvak wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgvak und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wenn er immer wiederkommt, dann habe ich jedenfalls was zu tun. Gut, Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ja. Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Frey. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Na klar. Okay. Vermisste. Da wandern wir mal. Ach ja, Jennifer kommt ja mit. Das ist ganz praktisch. Huch! Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Spur? Auch wenn der Feigling tot ist. Wie denn? Willst du dann sehen? Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Hey, Geralt! Hä? Vielleicht, aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Ich wollte doch nur den Weg da oben lang laufen. Was ist da mit dir wieder nicht in Ordnung? Die will wieder nur Umwege laufen. Ah, da ist eine Kiste. Was geht denn da? Ein Geist. Magische Falle. Na, komm her, Erscheinung. Alter! Das war's. Okay, das ging schnell. Kurz die magische Falle rausgeholt. Oh. Hat sich ja richtig gelohnt. Was ist mit ihm hier? Er hat nichts bei. Und haben wir hier noch ein bisschen Pulver. Ein bisschen Staub. Okay. Perfekt. Gut, wo ist er denn? Hilfe. Jennifer? Da. Gut. Wir können weitermachen. Ich wurde wieder ein bisschen abgelenkt, wie immer. Da hätten wir auch da vorne lang laufen können. Mensch, Weib, ey, du hast eine Orientierung, ey. Der Wahnsinn. Hallo, Raben. Okay. Sieh einer an. Das muss Morgvak sein. Der hat ja Appetit. Geradezu wölfisch. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen, einen Krümel. Essen. Ein Werwolf. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Ah, ich glaube, der will einfach nur von seinem Leid erlöst werden. Zu sehen. Nee. Warte, bis er mich genauer sieht. Gut. Gucken wir mal hoch. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt.
Aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Huch! Ich wollte eigentlich mal ganz kurz testen. Ach, Kacke! Der ist im falschen Blickwinkel. Aber er bewegt sich. Komm. Zurück. Hey! Hihi! Ah, blödes Vieh! Blödes Vieh! Huch! Also, ich fast ihr noch einen Kopf geschossen. Da unten herrscht jetzt ein bisschen Bewegung. Das ist, weil ich immer alles aufwühlen muss. Nehmen wir trotzdem mal wieder. Ach. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Okay, bis später. Gut, dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Ich mag sie immer weniger, muss ich ehrlich mal sagen. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Okay, was haben wir hier noch unten? Kann nicht so viel Blut gewesen sein. Okay, folgen wir mal der Spur. So, da hätten sie dann bloß ein paar Wölfe verteilt. Hier runter. Gut, wo könnt ihr denn hin sein? Komm, machen wir erstmal ein paar Wölfchen platt hier. Bleibst du stehen. Die sind mächtig viele Pflanzen, muss man schon sagen. Also hier können wir ein bisschen was für unsere Alchemie tun. Moment, hier liegt jemand. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich mache uns mal ein kleines bisschen Licht. Sehe aber nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass hier irgendjemand in der Nähe ist, bis auf ein paar Pflanzen. Was haben wir da vorne? Eine Kerze? Machen wir mal aus hier. Sonst fällt das auf und dann könnte dann irgendwie Buschbrand ausbrechen. Komm raus. Nicht schlecht. Der Wolf hatte irgendwie den Kopf im Boden oder den Kopf in der Wand besser. Das sieht so schön aus hier. Mann, ich will es eigentlich gar nicht mehr sagen, aber mir gefällt das immer wieder. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Die Spuren sehen so aus, als wenn sie hier lang gehen. Die sind aber da hinten alle. Mal. Ich gehe mal mit der Spur. Wo ist er denn hin? Hier hoch. Moment, ich guck mal da oben weiter. Hey, die Spur hätten wir doch vorhin sehen müssen. Moment, da vorne ist irgendwas. Diverse Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Alter, wie viele sind denn hier? Da ging doch in die falsche Richtung. Bin ich doch ein bisschen falsch gelaufen, oder? Ich weiß es nicht. Aber es könnte sein, dass er in die Richtung und in die andere Richtung ist. Das ist mir doch ein kleines bisschen unschlüssig.
Weil ich sie ja nicht... Hä? Für mich sieht das aus, als wenn die Krallen genau in die Richtung zeigen, wo ich jetzt eben gerade herkomme. Denke ich mir mal so. Gut, dann gehe ich nochmal zurück. Sollte nicht das Problem sein. Oder? Hä? Warum schlägst denn du hin? Na, mach doch! Was machst denn du? Sollst du Igni einsetzen? Mensch! Mann! Jetzt verreck doch! Mit so ein paar Wölfen hier. Ah. Mann, war das schlecht. Jetzt habe ich die Spuren verloren. Oder? Ne, da vorne sind noch welche. Sind noch mehr Wölfe in der Nähe? Moment, da vorne sind Krallenabdrücke. Morgwa gibt nicht so einfach auf. Ist aber abgeschlossen. Hier haben wir weiter nichts. Haben wir da oben? Da ist auch noch eine Kralle oben drauf. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außen rum. Gut. Komm hier vorne hoch? Nee, ne? Ne. Da bin ich zu fett für. Zack. Hier. Kann man hier rein? Blut. Na, komm, untersuch es. Warum willst du es nicht untersuchen? Statt doch eben da, oder? Okay, dann halt nicht. Abgeschlossen. Und abgeschlossen. Scheiße. Wie kann der Werwolf so einen kleinen Schlüssel umdrehen? Das ist immer ein bisschen fragwürdig. Hier komme ich nicht hoch. Hier bin ich auch zu fett für. Geht's hier lang? Hier komme ich auch nirgendwo lang, aber drinnen, ich habe keine Schlüssel. Wo ist Jennifer? Da ist die hier oben. Können wir vielleicht Bescheid sagen? Und? Was gibt's? Was weißt du über diesen Garten? Ja gut, das interessiert mich jetzt. Ich dachte eher an. Es recht heißt, wenig. Glaubst du? Meinst du das? Ja. Gut. Ich gebe. Sei vorsichtig. Das interessiert mich jetzt hier herzlich wenig. Wie komme ich da vorne rum? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht hier vorne. Mann. Ich sollte es hier mal probieren. Ich habe mir jetzt mal ganz kurz einen Mark gesetzt. Gucken wir einfach mal. Stimmt's hier? Die Hütte ist auch verrammelt. Na komm, hüpp rüber. Wirst du ja wohl schaffen, ja? Komm ich hier auch rüber? Nö, da bin ich zu fett zu. Komme ich hier hoch? Ah, da kann er wieder nicht rausspringen. Oder hier? Nee, da komme ich nicht rüber. Er ist zwar ein Hexer, aber nicht so sprungbegabt aus dem Wasser raus. Na gut, wir sind ja hier nicht bei Super Mario. Da vorne habe ich weiter keine Leitern gesehen, aber ich kann ja eigentlich... Genau, hier rüber.